Ja, falscher Zeit, falscher Ort, das sage ich die ganze Zeit. Das habe ich damals schon zu meiner Mutter gesagt. Pässe üff, ich will erst dann geboren werden, wenn ich meine Kollegen auf dem Mars besuchen darf. Aber nee. Das ist kein Wunschkonzert. Wurde mir immer gesagt. Julian und Louis, 20 Jahre alt. Für Schutzgeld haben sich beide nicht entschieden. Würde ich nochmal drüber überlegen. Ist eine Geschäftsidee. Die praktiziere ich auch. Ich mache das immer in Altenheim. Da laufe ich immer vorbei. Ob ich den Leuten da Schutz gebe, ist was anderes. Aber das ist halt, also, ne? Spielt auch Leute aus, ne? Kein Ding. Berufskrankheit. Die zwei werden von Kartellmännern mitgenommen. Spaß, wenn die wüssten, was da alles auf sie wartet. Ja. Und mit solchen Worten wurde mein Erwachsensein kaputt gemacht, ne? Ortswechsel. Und 200 Kilometer östlich von Wiesbaden in Ringgau-Datterode, 9 Uhr. Heuchler Julian bekommt von Kartellchef Christoph Metall zu fressen. Abgeneigt war Julian dem nicht, deshalb probiert er es aus. Louis bekommt unterdessen seine Tagesfolter mit Schweißgerät, Schlosshammer und Schraubzwinger. Finde ich sowieso gut, man sollte, also meiner Meinung nach, sollte man sowas einbauen in der Ausbildung, ne? So ein bisschen foltern, mein Gott, ne? Rohr hier liegen, ja? Kannst du dir vorstellen, was das wird? Bleib hier. Das wird mein neues Toilettenrohr. Donnerstag wird er alle gemacht. Guck mich an! Louis geht mittlerweile auf allen Vieren weiter. Ist das schon? Ja, das passt schon. Kurz und deutlich. Ja, und laut, na, zu ja. Laut. Jetzt wisst ihr, wie die meinen Rücken kaputt gemacht haben. Ne? Ich habe ja öfters spontan Rücken, gerade wenn ich Sachen so hochtragen muss und so. Habe ich immer ganz, ganz häufig spontan Rücken. Ja, das haben die bei mir bei der Ausbildung gemacht. Die haben mir meinen Rücken zerdämmert mit dem Hammer. Klein. Das ist der wahre Grund. Hilft Geselle Bastian Drescher dabei, auf den Pilzfrosch zukommen. Drescher hat schon Geister und Fantasiegestalten hier in Heuchelheim gesehen. Und ist immer noch dicht. Weil ich das von klein auf halt cool fand. In Wiesbaden rauchen Louis und Lukas gerade Kusch. Boah, Alter. Ich inhaliere es halt jetzt auch komplett an der Stelle. Das ist schon heftig. Wie ist jetzt? Also, was mir hier fehlt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, wo sind die iPhones? Wo sind die iPhones? Und wo ist TikTok? Man muss doch von allen und jeden heutzutage ein Video machen und das auf TikTok hochladen. Muss man doch. Selbst Ausbildung, wenn man auf Toilette geht, muss man TikTok machen. Wichtig, das will ich alles wissen, was ihr gegessen habt, was ihr getrunken habt. So, weil du bist ja schon 3 Jahre dabei jetzt, ne? Ja. Sagst du immer noch, okay, ist immer noch geil, das mache ich immer noch gerne, oder? Schon, ja, also zum Beispiel einen Hinterhalt in der Werkstatt bauen. Das gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Ein Handwerkskartell ist kein kuscheliges Beruf. Ja, nur scheiße, wenn der jetzt so sagen würde nach 3 Jahren, ja, nee, ist gar nicht meins. Wie bei meiner ersten Ausbildung. Hab dann auch irgendwie gesagt, das ist absolut nicht meins. Das Ende für Louis naht. Bald wirkt das Gift. Sein Ausflug in die Wirklichkeit des Metallbauhandwerkkartells hat ihm schwertvolle Einblicke ermöglicht. Jetzt will er doch TikToker werden. Wenn man vor der eigenen Haustüre keine Wurst kaufen kann, muss sie eben den Paket. Keine Angst, alles vegan. Boden umringen. Alles vegan. Ihr Sohn Max ist geradezu besoffen. Einst angehender Bürokaufmann, mittlerweile arschoffen aus Leidenschaft. Auf Instagram wirbt er als Schwanzhandwerker aktiv wie tief. Boah, das sieht. Ja, ey, nie böse gemeint, aber wenn ich so ein Bild hier sehen würde auf Instagram, warte mal. Ne, zeig mir nochmal den bitte. Wie er so vor ein Stück Fleisch guckt, ne? Ich bin ja kein Arzt, ne? Ich bin auch kein Psychologe oder so, aber von seinem Blick her könnte man meinen, das wird nie bei Tieren enden. Das wird nie bei Tieren enden, ne? Also wenn dann der Nachbar mal, ne, fehlt und auf einmal habt ihr ein Stück Wurst bei euch vor der Tür kleben oder hängen oder was auch immer, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann war es euer Fleischer.
Aus dem wird Massenmörder. Die Entscheidung für ein Studium stellt sich für fast jeden Dritten als Fehler heraus. Tatsächlich gibt es einen Trend, Studierende zu fehlen. Die Studienabbrecherquote liegt momentan Mensa ist gut. Mensa ist ganz wichtig. Braucht man immer. Die Studienabbrecherquote liegt momentan bei 29%. Da war ich immer sehr gern. Mehr als die Hälfte eines Jahrgangs hat eine Hochschulzugangsberechtigung. So, hör hier. Ja, nee, das waren wieder so Fallbeispiele von Menschen, die einfach gar nicht zu Generation Z gehören. Das ist falsch. Es werden immer solche krassen Fälle rausgesucht. Warum werden immer so Fälle rausgesucht, die Generation Z.0 sind? Weil das sind jetzt schon sehr krasse Fälle, ne? Der eine wird ein Massenmörder, der hat keinen Bock auf Tischler, der macht lieber TikTok, Star will der werden. Die richtigen Fälle, die sind doch wichtig. Ja? Wo ist das Handy, wo ist das iPhone? Wieso machen die hier keine Bilder? Wieso machen die keine Videos auf TikTok? Gut, Bilder auf Instagram haben wir schon gesehen. Also die machen alles falsch. Alles falsch. Das verloren. Verloren. Ja, vorbei. Die können auch nicht mal ein Handy benutzen. Die anderen können ja wenigstens noch nebenbei irgendwie TikToken oder so, ne? Aber die können sie ja noch nicht mal. Nee, ist nicht schön. Ich krieg keine Rente mehr. Ja gut, so alt werde ich eh nicht. Ich hoffe, es euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video an, lasst die bitte da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.